Name ist René Schell und ich zeige euch heute, wie ihr mit Spray Paint Art Planeten und Welt erstellen könnt. Wichtig ist dabei, dass eure runden Gegenstände eine dünne Kante haben, damit am Schluss keine Ränder gebildet werden um die Planeten herum. Als zweites braucht ihr Papier, um später eure Farben und Struktur der Planeten zu erstellen. Als erstes gucken wir, wo unsere Planeten eigentlich liegen sollen. Ich finde, das ist eine gute Position, die ist Standard. Als zweites markieren wir unsere Position, indem wir einfach ganz normal kurz um diese runden Gegenstände sprühen. Ihr seht jetzt hier die Fläche, wo unsere Planeten sein sollen. Und dann nehmt ihr eure Farbe, die ihr euch vorher ausgesucht habt. Für meinen ersten Planeten nehme ich Gelb und Rot. Seid nicht zu zögerlich oder zaghaft, einfach drauf sprühen. Als Highlight für die Planeten nehmen wir Weiß. Jetzt kommt unser Papier. Wenn ihr es vorher knickt, habt ihr nachher eine richtig geile Struktur. Gerade mal drüber streichen, abziehen, voila. Um jeden Planeten herum solltet ihr einen Schatten bilden, damit er später 3D-mäßig rauskommt. Einfach mit der Schwarz in einem leichten Bogen an irgendeiner Seite vorbeiziehen. Ja, für den zweiten Planeten nehmen wir Grün. Aber es bleibt natürlich euch selbst überlassen, welche Farben ihr benutzt. Grün und Gelb nehme ich. Drüber, ein bisschen Weiß. Jetzt kommt wieder unser Papier. Diesmal knicken wir es nicht, aber ziehen es ein wenig, bevor wir es abziehen. So. Auch hier machen wir einen Schatten hinten dran. Wäre ja doof, wenn das später nur ein Punkt auf dem Papier wäre. Und dadurch, dass das hier so leicht gebogen ist, wird das später 3D-mäßig rauskommen. So, jetzt nehmen wir unsere runden Gegenstände. Wichtig ist dabei, dass wir was von dem Schwarzen hier mit einfangen. So. Im nächsten Schritt müssen wir vorher erst hier alles drumherum schwarz machen. Nun machen wir das Rest des Papiers schwarz. Ich lasse hier immer in der Mitte ein bisschen was Weißes frei. Aber damit es nicht so fad aussieht, gehen wir einfach hin. Sprühen ein wenig von der Farbe, die wir bei unserem Planeten benutzt haben, auf das Schwarze, was wir gerade gemacht haben. Nehmen wir hier ein bisschen Grün. In der Mitte ein bisschen Gelb. Und zum Schluss machen wir noch ein paar Sterne. Indem wir uns jetzt hier auf die Finger sprühen, den Grobteil wegschnippen und dann den Rest aufs Papier. Und das macht ihr so oft, bis ihr von euch denkt, das sind genug Sterne. So, ich finde, das sind genug. Nun, jetzt können wir unsere Planeten abziehen. Ja, sieht das nicht geil aus? Und weil es so schön war, machen wir jetzt noch einen Komet dazu.
Dazu nehmen wir uns ein Stück Papier, was wir vorher abgerissen haben, knicken das einmal. Und benutzen jetzt hier unten die Kante, um damit unseren Komet zu machen. Dabei setzen wir nicht ganz aufs Papier an. Dann machen wir es mit der Seite, dann seht ihr es besser. Halten das hier so fest und sprühen einfach mit der Weiß hier in die Mitte, nicht unten, sondern in die Mitte. So. Oh, da können wir noch einen irgendwo hinsetzen, sagen wir hier. So. Vergesst nicht, euer Bild zu unterschreiben, weil jeder wissen, von wem es war. Und fertig ist euer erstes Planetenbild. Ah, sieht doch geil aus, oder? Und darauf können wir jetzt aufbauen. Aber das zeige ich euch dann im nächsten Tutorial. Schon mal danke fürs Zuschauen.